Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal wieder zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Jo, in dieser Folge wollte ich. Huch, komische Geräusche schon am Start. Wollte ich mal etwas umsetzen und zwar, ich wollte. Wo ist das Ding jetzt? Fängt schon gleich schön an. Ich wollte hier irgendwo mal so eine Art Basis oder wie sich das auch immer nennt, reinbauen. Ich glaube, hier wollte ich das machen, wobei hier passt das eigentlich nicht so gut, oder? Wenn wir hier so eine Basis reinbauen, so ein bisschen Glasfenster da rein oder irgendwo in den Berg uns reinbauen, wollte ich auf jeden Fall in dieser Folge machen. Ist mir gerade scheißegal, wie lange ich dafür brauche. Ich möchte das in dieser Folge machen. Ich weiß noch nicht so ganz wo genau. Ich gehe hier mal ein bisschen hoch. Höhe, genau. Höhe. Ich gehe hier Höhe. Wie sieht das hier aus? Nee, hier ist das nicht so geeignet. Ach, guck mal, ja, das ist ja Lava. Wieso ist die Lava, wieso läuft die nicht? Also bei der alten Version 050 da ist bei mir die Lava immer so richtig geflossen. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Naja, auf jeden Fall. Ich schau nochmal. Boah, ich dachte gerade, ich fahre hier überall runter. Ich schau nochmal. Au. Wollen wir hier irgendwie so was reinbauen? Wie nennt sich das jetzt? Jetzt habe ich das Wort wieder vergessen. Ich vergesse aber auch immer alles. So ein, nee, nicht Lager. Wie heißt das denn jetzt? Weiß ich jetzt nicht. Oder hier irgendwie so. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich weiß zwar nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir setzen die jetzt einfach mal um. Dafür brauche ich Leitern. Ich stelle mir hier mal kurz so eine Fackel hin, damit ich. Scheiß Bug. Damit ich das wiederfinde. Ich gehe nochmal kurz zurück. Dafür brauchen wir Leitern. Holz wäre auch nicht schlecht. Ja, und das ist jetzt nochmal das letzte Mal, dass ich mich dafür entschuldige. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, wie doof die letzte Folge gelaufen ist. Und ja, so gut, dann fangen wir jetzt mal wieder vernünftig hier weiter an. Und wir können uns auch mal eine Eisenrüstung craften. Das wäre vielleicht auch nicht mal schlecht. Waren hier nicht noch Viecher unten drin? Letztens. Ach, das bin ich gerade. Ich dachte schon wieder. So, was wollte ich jetzt, was wollte ich machen? Leitern holen. Haben wir hier noch irgendwie Leitern drin? Hier nicht. Hier haben wir auch keine Leitern drin. In dieser Kiste haben wir auch keine Leitern drin. Und in dieser Kiste haben wir 5 Leitern drin. Das ist schon mal gut. Und Cobblestone soll ich auch mal raus. Wobei, na, wir haben noch ganz viele. Und wobei, eigentlich wäre das besser. Komm, weißt du, was ich mal eben mache? Ofen. Ach, guck mal, hier sind sogar 64 Steine drin. Ja, wie passend. Und nur noch 2 Kohle. Ja, toll. So, dann packe ich mal eben hier die 64. Nee, ach, das war jetzt falsch. Egal. 64 Cobblestones wieder rein. So, und dann Holz wäre auch nicht schlecht. Haben wir hier noch irgendwo Holz drin? Haben wir hier noch irgendwo Holz drin? Oh, scheiße. Haben wir hier noch 10 Holz? Ne. Ah, ein Glas. Glas ist wichtig. Sehr, sehr wichtig dafür. Für den Plan, was ich vorhabe. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt wirklich so was super Gutes wird oder ob das irgendwas Schlechtes wird, aber. Ich probiere es einfach mal aus. So, ich nehme mal hier 64 Glas raus. Und dann habe ich noch Kohle im Inventar? Nö. Ist hier Kohle irgendwie noch drin? Nö. Da Kohle drin? Ah, 27. So, 8 Kohle gleich mal rausgenommen. Wird das Nacht oder täusche ich mich? So, weißt du, was ich jetzt mal mache? Das wird mir jetzt zu blöd. Helligkeit ein bisschen höher stellen. Ah, guck dir das mal an, wie geil. Ich sehe ja jetzt alles mit einmal. Boah, tun mir die Augen weh. Naja. Besser als gar nichts. Akku geht zwar schneller leer, aber ist mir gerade egal. Und was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Achso, ich wollte nochmal eben mit einer Schaufel. Haben wir noch eine Schaufel? Nö. Haben wir hier irgendwo noch eine Schaufel drin? Ah ja, da ist eine Schaufel. Ich möchte nochmal 64 Sand farmen und das in den Ofen schmeißen. Die 64 Sand. So, und wo nehme ich die mal raus? Ja, hier haben wir eigentlich so einen schönen Strand. Hier kann ich ja nicht einfach die 64 Sand-Dingsbums da rausnehmen, oder? Hier kann ein bisschen Sand weg. Ein bisschen leiser kann das ruhig auch mal. Hier kann ich auch noch ein bisschen Sand wegnehmen, aber auch nicht zu viel. So. Mit dem Quarz weiß ich jetzt immer noch nicht, was wir damit anstellen wollen. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Wobei, ich weiß gar nicht, so viel Glas brauchen wir doch eigentlich gar nicht, oder?
Egal, ich fahre jetzt trotzdem mal 64. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das ja doch. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, da kann ich ja hier auch nochmal eben entlang gehen. Wäre schon cool, wenn mal ein Enderman hinzukommen würde in der Pocket Edition. Oder ein Slenderman. Slenderman in Minecraft passt irgendwie nicht, aber Enderman. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß zwar nicht, ob euch das jetzt interessiert, aber Slender habe ich noch nie gespielt. Ich habe mal einmal so ein bisschen das Slender Rising, die App, ausprobiert. Vielleicht kann ich da ja auch mal ein... Soll ich die mal so ein bisschen Let's Play, die App? Slender Rising Free. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, jetzt wird schon wieder Nacht. Ah. Oh. Ja, und das ist nämlich so eine Slender-App fürs iPhone. Warum wird das immer Nacht, wenn man gerade eigentlich nicht Nacht haben will? Na, schöne Scheiße. Ich dreh durch. Ernsthaft jetzt. Jetzt können wir wieder nicht pennen. Pass mal auf, jetzt sind da, kommt da gleich wieder die Meldung. Monster, Nirby. Du Whitney, leck mich am Arsch. So, weißt du, was ich jetzt mal eben mache? Damit uns hier nicht irgendein Viech angreift. Flop. Huch. Hier genauso. Ach, scheiße. Ach, verdammt. Sieht zwar jetzt nicht mehr so schön aus, aber... Nur so sind wir hier auch sicher. Vor irgendwelchen Viechern wieder. Jetzt, komm, ich warte jetzt die ganze Nacht hier drin. Ist mir jetzt ganz egal. Scheiße. 58 Sand. Nur haben wir hier noch irgendwo anders irgendwo Sand? Ach, das sind Sandsteine. Ich wollte gerade schon sagen. 8 Sand. Ich verstehe das nicht, wieso da Monster drin spawnen. Da gehen wir, wenn es Tag ist, können wir da mal gerne wieder reingehen und nachschauen. Huch. Achso, hier muss ich ja rauf. Wumm. Ich werde jetzt nicht reingucken. Ist mir gerade zu blöd, wenn Nacht ist. Und ich werde die Monster nicht ausschalten. Sag mal, ist das irgendwie ein Bug, dass jetzt Monster spawnen, wo es hell ist oder so? Ernsthaft? Hört euch das mal schon wieder an. Ich mag da immer nicht runtergehen. Ich habe zwar keine Angst vor den Monstern, aber ich erschrecke mich immer so dermaßen. Ich weiß nicht, was im Moment mit mir los ist. Ich erschrecke mich manchmal sogar, wenn draußen ein Auto vorbeifährt. Ernsthaft. Das ist irgendwie im Moment ein bisschen komisch. So, dann ich warte mal, bis Tag ist. Na super, das dauert... Ach, das dauert ja jetzt ja wieder 10 Minuten oder irgendwie sowas, oder? Scheiße. Ach, das ist ja jetzt super. Das ist ja ganz super. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Na super, super, super. Oh, meine Fresse. Boah. Die gehen einem auf die Eier. Sorry für den Ausdruck, aber das hält's nicht aus. Huch! Ach nee. Ach nee. Boah, und ich sammle hier extra. Das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ja, komm, aber ich mach das trotzdem mal eben so. Hier in die Kiste. Wenn man die Kisten bekommen, noch Platz ist. Ich leg da mal eben wichtige Sachen rein, weil wenn es wieder Tag ist, möchte ich gerne sehen, was da unten los ist. Wumm. Huch, ach scheiße, jetzt ist der iPod schon wieder gesperrt, womit ich den Sound aufnehme. So. Boah, Alter, da drehst du durch bei den Viechern. Ein Buch. Ja, wir könnten uns nochmal eine Bücherregale machen. So, boah, Mensch, Mensch, Mensch. Meine Güte. Wahrscheinlich ist jetzt wieder die Kiste fast voll. Ah, siehst du, die Kiste ist voll. Habe ich doch gewusst. Packen wir hier jetzt... Wumm, das Holz rein und die 5 Leitern. Und das Glas. Hoch. Na, super. Ist ja ganz schön. Wenn wieder Tag ist, gehen wir da mal runter und gucken. Sind da irgendwelche Viecher draußen? Ach, da hinten steht ein Skelett rum. Also mich würde das wirklich mal interessieren, was da unten los ist. Da können doch nicht einfach so Viecher spawnen. Das ist doch nicht normal. Das ist ja abnormal. Boah. Boah, Mensch. Da drehst du ja durch bei diesem Zombie-Gestöhne. Jetzt fährt mal schneller Tag. Boah. Ich weiß, ich könnte da jetzt zwar auch reingehen, aber ich will da lieber bei Tag reingehen. Ist ein bisschen heller dann. Bringt zwar auch nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn die uns sofort hier... Boom, kommen da 5 Zombies an, 3 Skelette, schießen dann ab, 4 Spinnen, 3 Creeper macht auch nochmal Boom.
Ernsthaft, wenn da jetzt irgendwelche Creeper ankommen, ne, und uns das wegsprengen, dann drehe ich durch. Geht das mir noch ein bisschen... Hey, Kollege da unten. Kann ich den gar nicht hauen? Wieso kann ich den nicht... Ach, guck dir das mal an. Nein, da bin ich wieder noch gar nicht runter. Alter Mann, sorry, ich habe keine Angst vor Monstern. Jetzt nicht wieder was Falsches denken. Aber ich will da jetzt noch nicht runter, ist mir zu dunkel. Ihr seht wahrscheinlich wieder komplett alles und sagt jetzt, hey, das ist doch nicht zu dunkel, ist doch voll hell. Ja, aber ich habe die Helligkeit jetzt höher gestellt. Ich sehe zwar jetzt schon mehr, aber mir ist das trotzdem noch zu dunkel. Boah, jetzt stehen die da alle. Was ist das denn für ein Bug? Wenn das ein Bug ist. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Wird das jetzt auch mal wieder Tag? Ich wollte eigentlich in dieser Folge jetzt anfangen, da mit diesem Dingsbums bauen. Ich kann das auch. Nicht. Sag mal, wieso können die eigentlich keine Leitern hoch? Das wundert mich immer. Sag mal, wo ist das da eigentlich zu dunkel, dass da immer so viele Viecher drin spawnen? Oder sind das nur irgendwie zwei Zombies? Ich weiß das auch nicht. Wir sehen das ja gleich. Jetzt kann es aber auch mal wieder Tag werden. Boah. Ma, ich drehe durch. Jetzt mal ein bisschen aufnehmen wieder und jetzt nicht gegen die Viecher da kämpfen, sondern mal eben was bauen. In den Berg rein. Und dann wird das einfach Nacht und die ganzen Viecher sind da wieder und wir können nicht schlafen. Ich könnte jetzt eigentlich ja auch töten, eben die Viecher, aber das ist mir gerade zu blöd, das ist mir zu dunkel hier. Oh. Mann, ich, da dreht man durch bei. Ich hatte das Ding jetzt mal zu den Lautsprecher. Bringt nicht viel. Glaube ich zumindest. So, jetzt wird doch mal wieder Tag, das ist so langweilig. Jetzt kann man hier noch craften, nichts Besonderes. Zumindest im Moment nichts Besonderes. Was haben wir hier noch so drin? Türen. Ich habe eine Idee. Was passiert? Kann man die irgendwie abwerfen in Schneebällen? Nehmen die ihren Schaden? Geht das? Ui, cool, aber die Schneebälle sind gleich leer und die bringen nicht viel. Ah, guck mal, ich fail immer. Na super. Das hat jetzt auch vollgebracht. Ja, das bringt es auch voll. Schneebälle sind jetzt leer. Boah, der iPod sperrt sich schon wieder. Bei 12 Minuten sind wir schon wieder. Oh, das kann nie wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Sag mal, ist das da wirklich noch so dunkel? Huch! Sind da Spinnen? Ich will da noch nicht ganz runter. Alter, das ist ja echt schon wieder so dunkel da unten. Ist das nur ein Zombie noch? Ich will's hoffen. Komm ran, sei nicht so ein Feigling. Ich bin ja gerade Feigling, aber ist gerade egal. Huch! Ah, nur noch der eine? Oh, zwei Zombies. Super. So. Was? Jetzt sind da schon wieder welche gespawnt? Oder was? Warte mal. So. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das für ein scheiß Kackpack? Guck dir das mal an. Das ist doch hell genug hier drin. Ich glaube, das ist immer der Bug, dass das immer dunkel wird hier drin. Liegt das wirklich am Texture Pack? Ich weiß das ohne mehr. Boah, ich habe mich schon wieder so blöd angestellt, aber jetzt ist auch egal. Sag mal, wo sollen die Fackeln denn noch hin? Das ist doch nicht normal. Diese scheiß Lichtbugs. Haben die immer irgendwelche Kackviecher drin? Na, wie weit ist das Glas? 44, na, wir haben ja noch genug. So, dann hole ich mal eben die Sachen wieder raus, die wir brauchen. Wumm und wumm. Und Glas wäre auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass jetzt nicht schon wieder ein Creeper da auf uns wartet. Ich schaue nochmal eben ganz kurz ein bisschen. Sieht man hier irgendein Viech? Man sieht jetzt nichts. Gleich mal das Psst-Boom. Huch. Ja, gut, dann gehen wir da jetzt mal hin. Ist hier irgendwas? Also ein Creeper? Ich meine nur, weil ich erschrecke mich sowas von, wenn da immer ein Creeper steht. Ernsthaft. Oh. Alter, was ist das denn? Ich
Ich will die schlagen. Wo war das jetzt? Das war irgendwo weiter hinten, glaube ich. Lol, echt kein Creeper gespawnt. Gut, naja, umso besser. Wo war das denn jetzt, die Stelle? Ich habe doch extra eine Fackel dann gesetzt. Hier war das nicht, oder? Ach, da hat die Fackel gesetzt. Okay, dann gehe ich da nochmal wieder hin. Boah. So, genau, und das war jetzt mein Plan. Da möchte ich... So, ich hoffe mal, dass da jetzt nicht schon wieder irgendein Viech irgendwo gleich rumläuft, weil das hier wieder so dunkel ist. Huch, ach, guck mal. Oh, feine Knochen und Pfeile. Hahaha, Skelette sind wieder eliminiert worden. So. Wie mache ich das jetzt? Ich hätte eine Schaufel und eine Spitzhacke mitnehmen sollen. Schön. Super, mal wieder gefailt. Komm, ich muss nochmal zurück. Schaufel, Spitzhacke fehlen. Und jetzt sag bitte nicht, das ist da gleich wieder, dass die ganzen Viecher da drin sind. Dann drehe ich durch. Dann stelle ich mein Bett irgendwo hier draußen hin und penne da. Das ist mir dann ganz egal. Geht, das kann doch nicht sein, dass wir hier nicht mehr pennen können. So, eine Schaufel und eine Spitzhacke fehlen mir noch. Die holen wir doch mal gleich. So. Nee, nicht die Diamantspitzhacke. Wir brauchen eine Axt, nehme ich auch mal mit. Zur Sicherheit. Wo habe ich das jetzt wieder reingetan? Oh. Ja, drehst du durch, Pai. Wo habe ich das jetzt alles hingetan? Wo habe ich die Schaufel jetzt wieder reingetan? Ich drehe nochmal durch. Ist die Schaufel? Wo ist die Spitzhacke? Also, ich meine, ist die Steinspitzhacke. Ach, oder habe ich die kaputt gemacht? Ach, die Schaufel hatte ich eigentlich kaputt gemacht. Sag mal, echt keine Spitzhacke mehr? Haben wir nur noch die Eisenspitzhacke? Gibt's noch nicht. Egal, dann nehmen wir jetzt... Wir haben noch ein Holzschwert, habe ich eben gesehen. Die Diamantspitzhacke nicht. Eisenspitzhacke ist zwar fast kaputt, aber was soll's. Ach komm, ich mach mal eben... Haben wir noch Sticks? Ach, ist jetzt egal, ich gehe da jetzt hin. Ich gehe da jetzt hin. Schon wieder 17 Minuten am Aufnehmen. Wir haben noch kein Stück davon geschafft, was ich machen wollte in dieser Folge. Das ist jedes Mal dasselbe. Ich komme mir manchmal wirklich so ein bisschen blöd vor, weil dann guckst du da mal so ab und zu mal in so andere Let's Plays rein, die auch Pocket Edition Let's Playen, und die haben bei Folge 30 schon, was die da alles schon gebaut haben. Und ich habe hier noch gar nichts. Ein kleines Haus und ein kleines Feld. Also, irgendwie, ja, sollte ich mich da mal ein bisschen ranhalten jetzt. Und vielleicht mal eine Folge machen, die eine Stunde oder sowas geht. So, hier wollte ich jetzt ran. Ich hätte mal ein Bett mitnehmen sollen, das habe ich das auch schon wieder vergessen. So, Spitzhacke raus. Hier müssen wir mal eben die Steine wegkloppen. Schaufel wäre jetzt auch nicht schlecht. So, alles weg hier. Iron Pickaxe. Wobei es eigentlich eine Steinspitzhacke besser wäre, aber naja. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Die Leitern, 5 Leitern nur. Super, das ist ja mal wieder toll. So, genau. Und hier grabe ich mich jetzt rein. Ich hoffe, dass das hier mit den Fackeln gut funktioniert. Nicht, dass hier wieder der gleiche Fehler ist. Huch. So, dann würde ich mal sagen... Oh, der iPod ist schon wieder gesperrt. So. Wumm. Das muss auf jeden Fall auch noch höher. Ist ja noch kaum Platz drin. Und weiter und alles. Fackeln hätte ich auch mal mitnehmen können. Schlaukopf. Aber weißt du was? Wir haben ja noch Holz, ne? Dann Holz. Wir haben noch Holz. Holz meine ich. Dann kann ich ja mal eben kurz hier schon mal eine Werkbank reinstellen. Und mal eben... Was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Das darf doch nicht wahr sein. Was wollte ich machen? Ein Bett können wir jetzt nicht machen. Ich hole mal eben kurz das Bett her. Komm, das machen wir jetzt mal. Ah, Holz. Was wir da draus? Nee, das machen wir auch aus Stein lieber. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Ich hole mal eben das Bett her, damit wir auch schlafen können hier. Weil da drin sind bestimmt wieder Viecher in unserem Haus. So. Oh, Mann. Ja, genau. So, nehmen wir hier nochmal ein bisschen Gras mit, das passt hier nicht hin.
Eine Rose können wir auch mal mitnehmen, eine rote. Vielleicht kommen da bald noch Feuerwerke hinzu in der Pocket Edition. Wäre zwar ein bisschen spät, aber besser als gar nichts. So, mir ist das mit dem Bett hier zu blöd. Wumm, mitnehmen und das baue ich da dann auf. Und was wollte ich noch machen? Bäume fällen, habe ich die Axt? Ja, Axt habe ich mit, gut. Kann ich auch noch mal ein paar Bäume fällen, falls wir noch ein bisschen Holz brauchen. Na und so. Fäll ich mal einfach den einen Baum da. Das war jetzt nicht so viel, ein Baum, aber immerhin. Immerhin etwas Holz. Immer. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich komme immer auf diesen komischen Pause-Button da. So. Gut. Ach, Fackeln wollte ich mitnehmen. Ich vergesse alles. Ich vergesse alles. Wir sind in unserem Haus nicht mehr sicher. Weil nach dem Texture Pack irgendwie die Fackeln verpackt sind. Und das im Keller jetzt monsterdunkel ist. So. Fackeln haben wir doch aber auch noch welche, oder? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier haben wir auch keine Fackeln mehr. Hier haben wir 5 Fackeln. Ich freue mich. Huch. Haben wir noch irgendwo Kohle? Hier nicht. Hier nicht. Na, nun geht doch mal auf drauf. Hier haben wir auch keine Kohle. Hier haben wir auch keine. Habe ich ja noch gar nicht reingeguckt. Hier haben wir auch keine Kohle. 2 Kohle. Wie schön. Schön, 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 schön. Ich freue mich. 2 Kohle. Ich wollte eigentlich noch ein paar fucking craften. Naja. So, und ich nehme schon mal das Bett in die Hand. Weil es jetzt Nacht wird. Wird schon wieder Nacht. Komm, ich schlafe jetzt nochmal eben kurz hier. Stellen wir uns nochmal hier unser Bett eben auf. You can only sleep at night. Wum, 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 wum. You can only sleep at night. Du kannst nur nachts schlafen. Und ich kann nicht singen. Das hört sich scheußlich an. So, dann nehmen wir mal das Bett wieder mit. Boah, das wird schon bei 22 Minuten sein. Das kann ich irgendwie gar nicht glauben. Ich wollte mal eben eigentlich eine 10-Minuten-Folge machen. Aber ich bin jetzt gerade nicht zufrieden mit dem, was ich bis jetzt geschafft habe. Ach, guck mal, die ganzen Setzlinge. Die ganzen Setzlinge, die ganzen Setzlinge, die ganzen, 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 ganzen Setzlinge. Alter, was singe ich hier wieder für einen Schrott? Ich kann nicht singen. Sieh das doch mal ein. So, haben wir noch ein bisschen... Hä? Habe ich jetzt ernsthaft den ganzen Cobblestone auch wieder rausgenommen? Alter, ich muss gleich wieder zurücklaufen. Ich wollte hier eigentlich nur mal... Wobei, ich kann hier eigentlich auch aus Glas... Ich kann hier Glas hin machen, genau. Spitzhacke nochmal wieder raus. Ich mache das einfach jetzt schon mal. Ihr werdet schon noch sehen, was ich da vorhabe. Was ich da vorhabe? Ist da oben was drin gespawnt? Nee. Boah, ich dachte gerade, ich fahre hier runter. Oh nee. Bitte nicht, ich höre schon wieder Viecher. Schön. So. Überall hast du diese Kackviecher. Das geht langsam nicht mehr gut. So, da habe ich aber noch eine Idee, was wir da noch so vorne hinbauen könnten. Und so, dann würde ich mal sagen, Fackel stelle ich jetzt mal hier hin. Und dann würde ich auch mal sagen, was ich ja eigentlich hier auch vorhatte. Wum, 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 wum. Scheiße. So, hier hin, Glas. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gut findet, was ich hier gerade baue. Aber ich möchte hier so, mich so ein bisschen hier in den Berg reinbauen. Aber wenn ich hier schon wieder Viecher höre, dann können wir hier auch nicht pennen. Fällt mir da gerade mal so ein. Jetzt haben wir hier 2, da haben wir auch 2 Glas. Das heißt, jetzt muss hier wieder was weg. Komm, das Bett, da stelle ich mal eben ganz kurz Wumm hier hin. Ach, ist ja gar nicht Nacht, was mache ich denn hier? So, Erde da weg. So, die Steine kommen hier auch nochmal wieder weg. Flup, 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 flup. Ach, da läuft irgendwas auf dem Gras rum. Hör ich doch, ich bin doch nicht schwerhörig. Viecher, ich höre euch doch. Können auch irgendwelche anderen Viecher gewesen sein, also Tiere. So, Alter, wieso ist das so dunkel? Ich habe doch hier gerade... So. Ich habe doch meine Helligkeit sogar schon höher gestellt.
Ich muss gleich auch mal schauen, wie viel der Akku noch hat. Huch. So. So. Das muss auf jeden Fall noch viel, viel größer hier werden. Oh, die Monster, das hält man nicht mehr aus. So, da kann man hier noch so schön runter wieder gehen. Hoffe ich mal. Damit man nicht runterfliegt, muss ich da auch noch ein bisschen Glas hochbauen zum Schutz. Soll ich das jetzt schon mal machen? Aber da muss ja nicht überall Glas hin. Wir müssen ja auch noch... Warte, ich mache das mal eben ganz kurz so. So, es war gerade ein bisschen blöd. Haben wir wieder Glas verschwendet? Scheiße. Scheiße. Oh, ich verschwende hier schon wieder Glas. Da kommt auch noch Glas hin. Da kommt auch noch Glas hin. Da fehlt jetzt noch Glas. Oh, nein, nicht hier runter. Ach, wir müssen ja auch hier wieder rauskommen. Ich Idiot. Wie wäre es, wenn wir hier eine Tür reinbauen? Ich gehe nochmal wieder hoch. So, wo muss jetzt noch Glas rein? Sehe ich gerade nicht. Hier muss noch eine Fackel ran. Das müssen wir alles natürlich noch ausbauen und so. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Was wollte ich machen? Ach, hier, guck mal, das Gras muss da auch noch weg. Und das ist natürlich noch lange nicht fertig hier, das Ding. Nicht, dass ihr jetzt denkt, was brauchst du da für einen Scheiß? Das ist noch lange nicht fertig. Nur so zur Info. Hat mal eben kurz was geguckt. So, was wollte ich jetzt machen? Es wird Nacht, glaube ich. Dann können wir es ja mal ausprobieren, ob wir schlafen können. Ich glaube zwar nicht. Sind bestimmt wieder Monster in der Nähe. Da müssen auch noch Glas hin. Oh, ist doch noch keine Nacht. Ruckelt nur ein bisschen. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte auch irgendwas craften. Ach, eine Tür. Oh. Ach, was ich auch nochmal sagen wollte für alle, ne, manchmal sagen irgendwelche zu mir, ich bin schwul. So, jetzt ernsthaft mal. Ich habe nichts gegen Schwule. Aber nur jetzt mal für alle, damit es jeder versteht, soll nicht böse gemeint sein. Aber ich bin nicht schwul. So, Mann, damit es mal alle wissen. Langsam geht mir das auf den Keks. Zumindest schreiben das manchmal in Skype immer welche zu mir. Das sieht ja auch noch kacke aus. Ah, warte mal. Hier müssen wir auch noch... Wir müssen noch mehr Glas hier anbringen. Aber das wird ja niemals reichen. Wie sollen wir so viel Glas zusammenkriegen? Oh, na super. Ach, und hier komme ich gar nicht mehr ran. Wie sieht das jetzt von... Mach mal die Tür auf. Sieht das jetzt von außen aus? Scheiße sieht das ja aus. Hier muss auch noch Glas überall ran. Wie machen wir das? Habe ich jetzt gerade keinen Plan. Jetzt wird der iPod schon wieder dunkel. Oh. Ich drehe nochmal durch. Was, bei 30 Minuten schon? Ach du Scheiße, ja, weißt du was, ich warte noch mal ganz kurz ein bisschen. 28 Minuten, nicht 38, nicht, dass ich hier gerade irgendwie 38 gesagt habe. Wie wollen wir da jetzt das Glas anbringen? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, ich baue das hier noch mal ein bisschen weiter aus. Und das muss auch weiter nach links und rechts noch ein bisschen ausgebaut werden, also breiter und so. Ja, wäre nett von euch, wenn ihr mir noch ein paar Tipps in die Kommentare schreibt, wie ich das so bauen soll. Wäre wirklich sehr nett von euch. Und... Alter, ich habe jetzt gerade mal Folge 36 hochgeladen und das ist jetzt schon Folge 38. Ich nehme heute zwei Folgen auf. Das ist jetzt schon die zweite Folge, die ich heute aufnehme, am 13. Ihr seht die jetzt wahrscheinlich am 15. Gestern am 14. kam die mit dem Nether raus, wo ich mich so blöd angestellt habe. Alter, warum lache ich gerade? Ich weiß es nicht. So, was? Wieso stehe ich hier schon wieder so dumm rum? Das mit dem Glas könnte ich mal fixen. Ey, das mit dem Spruch fixen hast du voll von Gronkh geklaut. Nee, Leute, jetzt nur nochmal so zur Info, bevor da wieder irgendwas kommt. Fixen darf nur Gronkh sagen oder Emma darf nur Gronkh sagen. Das wollte ich jetzt auch nochmal für alle sagen. Stimmt nicht. Ich erkläre das später nochmal. Ich habe da jetzt gerade keine Lust zu, schon wieder allen das zu erklären, wieso das mit den Begriffen, ne, und so. Boah, wie ich hier gerade rede. Ich rede wie so ein Assi, ne, und so. Ich sollte hier mal wieder was machen. Ich rede hier dumm rum. Alter. So, ich glaube, das Glas muss nochmal weg. Sorry. Aber das ist falsch. Aber hier kannst du ja auch nicht irgendwie... Nein. Alter. So. So. Da muss hier noch Glas hin. Boah, da fehlt immer noch Glas. Ja, weißt du, und dann werden wir den Berg noch so ein bisschen weiter ausbauen. Boah, mir gefällt das gerade so gut. Aber wir müssen hier noch mehr ausbauen. Das reicht noch lange nicht.
für meinen Plan, den ich da so habe. Und ich craft jetzt mal eine Steinspitzhacke. Komm, das ist mir zu blöd. Ich will nicht das ganze Eisen mal verbraten. So, Steinspitzhacke. Steinspitzhacke geht ja auch noch recht schnell. Jetzt wird es Nacht. Genau, jetzt wird es Nacht. Dann schlafen wir doch jetzt mal ganz schön hier ein. Und dann werde ich noch ein bisschen Steine abbauen, das ein bisschen größer machen. Und dann die Aufnahme beenden. Ich höre Monster, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt hört. Na super! Komm Leute, dann beenden wir doch jetzt die Aufnahme mal mit dieser schönen Nachricht. You may not rest now, there are monsters nearby. Auf Deutsch übersetzt, du kannst nicht schlafen, da Monster in der Nähe sind. Ja, schön, es wird Nacht in, wie wollen wir eigentlich die Welt nennen? Die Welt heißt ja Let's Play Survival 02, aber wollen wir denen irgendeinen Namen geben? Ich habe ja auch schon so eine andere Welt gemacht, an der ich baue, die nenne ich Minewood. Keine Ahnung, ob das ein guter Name ist. Wie wollen wir diese Welt denn nennen? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Vorschläge für die Welt, für den Namen der Welt. Kann ich auch übrigens immer noch ändern, den Namen. Und jo, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge ärgere ich mich erstmal wieder weiter, dass noch Nacht ist rum und wir nicht schlafen können, weil da irgendwo wieder Monster sind. Und dann, die Monster können uns jetzt ja eh nichts tun. Ich kann ja eigentlich ein bisschen weiter ausbauen. Und nochmal so zum Mitschreiben, ich habe keine Angst vor den Monstern, ich erschrecke mich nochmal so. Ich bin im Moment so ein Paranoid, das gibt's nicht. So, hier baue ich auch nochmal ein bisschen wieder ab. Und jo, und schreibt mir bitte auch nochmal in die Kommentare, wie wir das hier so machen wollen. Ob ihr da auch noch irgendwelche Vorschläge habt, wie wir da, ob das hier, ich höre schon wieder Monster, ob wir das hier irgendwie noch größer bauen sollen oder ob das überhaupt eine gute Idee ist oder ob das eine schlechte Idee ist und wie wir das hier noch bauen sollen. Ich habe da zwar auch schon Ideen, aber vielleicht habt ihr ja auch Ideen dafür. Und jo, ich werde das später noch weiter ausbauen, mir ist das jetzt gerade zu blöd mit den Monstern und alles. Und außerdem habe ich schon wieder eine halbe Stunde aufgenommen und ich weiß nicht, wie viel Gigabyte Corel mir da schon wieder zurecht rendert. Wenn ich da irgendwie 3 Gigabyte oder 4 oder 5 oder was hochladen will, möchte, ich weiß nicht, ob YouTube so viel annimmt. Und ich weiß auch nicht, das dauert ewig. Mit einem 6000er Upload dauert 4 Gigabyte hochladen oder wie viel das auch immer sind, schon ein bisschen. Naja, gut, dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Alles, was ich euch gefragt habe in den Kommentaren und so, schreibt das bitte in die Kommentare. Ich habe das gerade vergessen, was ich gefragt habe. Und jo, dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, ciao.